Ja, Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play War Z. Wir sind hier ja stehen geblieben beim letzten Mal. Unweit der Farm. Und da würde ich mal sagen, gehen wir jetzt auch hin. Ja, warum? Ich habe nichts in der Hand. Ist ja auch lustig. Gut. Moment. Oh, unser Hunger. Wir sollten dringend mal was essen. Deswegen nehme ich mal hier das Instant Oatmeal. Und ich hoffe, dass ich jetzt hier was Geiles finde. Vielleicht um mein Leben zu regenerieren. Das wäre echt schon nicht schlecht. Wir haben ja hier auch noch so den Revolver. WTF. Ich habe hier gerade irgendwo einen Zombie gehört. Das kann natürlich auch der hier gewesen sein. Und weg ist er. Wobei ich rüste jetzt mal hier mein... So, das hier aus. Mein Messer und die Mossberg. Weil ich glaube, das ist bei Zombies effektiver. Da ist einer. Ich hoffe hier... Was? Hier kann ich nicht rein? Doch, gut. Alter. Ich glaube, das war ein Fehler, hier einfach reinzurennen. Hier liegt was zu essen. Yay. Och nö. Alter. Komm mir nicht zu nahe, du blöder Zock. Was ist das? Hä, was ist das? Ach, eine Kruger. Eine Pistole, eine Taschenlampe und eine schwarze Maske. Und dann ist unser Inventar auch schon so gut wie voll. Kanister. Was passiert, wenn ich darauf schieße? Hallo, Waffe, lad mal. Verstehe ich nicht, warum die Waffentexturen hier ewig nicht laden. So, doch. Aber ist jetzt auch egal. Da! Da liegt Cat of Soup. Will ich haben. Hoho. Juhu, Leben. So, jetzt haben wir wieder mehr Leben unten. Das ist ganz geil. Okay. Soda. Was ist das? Noch der Kruger. Oh Mann. Schokolade. Ey, wie viele Waffen wir haben. Schlimm. Ich überlege, ob ich einfach den Runner mache und jetzt rausrenne aus der Farm hier
und dann einfach die Zombies, die mich verfolgen, abknalle. Wäre auf jeden Fall sehr sinnvoll. Ja, mache ich. Okay. Jetzt muss ich rennen. Alter, von da kommen auch noch welche. Ja, genau. Alter, was ist denn hier los? Ja, Alter, wo kommen die denn her, bitte? Und hier liegt ganz schön viel Blut. WTF. Stopp jetzt. Ach komm, die zwei Schüsse, die kann ich auch noch verballern. Will ich die Waffe los, dann muss ich die nicht mit mir rumschleppen. Oh fuck. Das war dumm. Also erstmal volle Kanne daneben geschossen. Kann ich gleich zwei Waffen wegwerfen? So, die beiden. Mit der Mossberg habe ich noch 6 Schuss. Okay. Und wir sind hier gleich in Smallville. Ich würde ja eigentlich am liebsten zuerst in das Blue Ridge Settlement gehen. Da ist ja die Safe Zone. Weil da habe ich jede Menge Sachen zum Heilen. Da habe ich wesentlich 8 Antibiotika, 3 Bandagen und sowas alles. Aber, naja, gut. Wofür die Stadt? Doch, das ist doch hier genau. In Smallville. Ja, wollte ich doch sagen. Na dann mal los. Wir sind nur noch 2 Leute auf dem Server. Ist ja auch lustig. Heißt, wir haben gute Chancen, hier was zu finden. Also, was zu looten. Am besten wäre es natürlich, ich würde zuerst zum Krankenhaus gehen. Ja, ich glaube, das mache ich auch. Erstmal gucken, wo ich da hin muss. Ah, da hinten, verdammt. Fast einmal durch die Stadt durch. Also das Krankenhaus ist eigentlich so weit in der Mitte, aber... Was? Ganz schön spät umgefallen. Oh nee. Oh.
So. Das ist doch schon mal ganz gut. Und wir müssen unbedingt unsere Skillpunkte verteilen. Wenn wir das nächste Mal Hauptmenü bin. Ah, ein Freund vorbei. Bleib mal lieber auf der Straße hier. Alter. Gibt's denn das? Wo kommen die denn her? Ja, wobei das ist ja eine Stadt, also ein Dorf. Geld. 35. Okay, wo sehe ich denn? Und wie viel Geld ich habe? Gerade nicht wahr. Na gut. Ich sehe schon das Krankenhaus. Da sind welche. Würde ja gerne hier durchgehen, ohne gesehen zu werden. Na gut, der hier, den muss ich mitnehmen. Okay, von hinten kommt auch keiner, super. Also in die Kirche gehe ich nachher noch rein. In das Police Department gehe ich auf jeden Fall rein. Post Office, ja, vielleicht. Und da ist auch noch ein Supermarkt. Alles nehme ich noch mit hier. Wenn ich es dann überlebe. Okay. Ich hab's gleich geschafft. Jetzt darf ich nicht sterben. Ja. Antibiotics. Nochmal Antibiotics. Das heißt, ich schmeiß mir gleich hier einmal ein und zwei hier. Bin ich wieder bei ca. 90% des Lebens. Oder wenn nicht sogar mehr. Was liegt hier? Painkiller. Wow. Ist ja geil. Das hier hilft gegen die Infektion. Sehr sinnvoll. Sowas dabei zu haben, weil manche Zombies übertragen ja die Krankheit. Keine Ahnung, ist das das T-Virus? Wie bei Resident Evil oder heißt das anders? Ist ja auch egal. Ich gehe jetzt erstmal in den Supermarkt. Eigentlich fühle ich mich gerade sehr gut ausgerüstet. Jetzt darf ich nur nicht sterben. Juice. Damit müsste unser Leben wieder komplett voll sein. Ja. Bisschen was zu futtern. Can of Soup regeneriert auch das Leben. Also jetzt können wir ruhig ein, zwei Mal von einem Zombie getroffen werden, aber mehr auch nicht, weil mehr Sachen zum Heilen habe ich gar nicht dabei. Wasser. Wie viel Wasser habe ich denn eigentlich? Zwei, eine Flasche kann ich ja ruhig nochmal mitnehmen. Was liegt hier hinten? Chocolate Bar und Wasser. Steht ein Zombie, verdammt. Boah! Noch eine Bossberg oder was? Backpack ist voll, okay.
Okay, too much weight. Was ist das hier? Night Vision! WTF! Habe ich ja noch nie gesehen. Ah, 9,9 Kilo, scheiße, da passt die Mossberg auf keinen Fall mehr rein, egal was ich mache. Wobei. Das ist jetzt vielleicht total dumm, aber was soll's. Ich werde hier gleich ein bisschen Besuch bekommen. Kann ich euch schon mal versprechen. Von ein paar Zombies. Die den Schuss gehört haben.